Piraten auf dem Jahrmarkt. Es gingen einmal 5 Piraten, Emma, Lilly, Lea und Johann, mit ihrem Schiff auf Reise. Unterwegs kamen sie nach Bad Kreuznach, wo zur Zeit ein Jahrmarkt war. Dort fuhren sie mit dem Riesenrad, dem Kettenkarussell und der Geisterbahn. Außerdem fuhren sie mit den Autoscootern. Zum Schluss holten sie sich Popcorn, Zuckerwatte am Spieß und Gummibärchen und gingen nach Hause. Zu Hause auf ihrem Schiff guckten sie Fußball und aßen Gummibärchen. Danach sprangen alle von Bord und badeten im tiefen Meer. Plötzlich wurden sie alle von einem großen Hai aufgefressen. Jonas hatte noch den Spieß von der Zuckerwatte in seiner Hosentasche und piekste den Hai damit in den Bauch. Der Hai schrie ganz laut: Au! Und spuckte alle Piraten wieder aus.